Hallo zusammen! In unserem heutigen Video erklären wir, wie man eine neue Grafik in eine bereits vorhandene Callout-Grafik einfügt. Beim Erstellen von Callout-Grafiken müssen manchmal mehrere Grafiken miteinander kombiniert werden. Aber wie lässt sich eine neue Grafik in die vorhandene Callout-Grafik einfügen? Zunächst generieren wir eine Callout-Grafik mit einem Rechtsklick auf Grafikressource. Anschließend wählen wir In neue Callout-Grafik einfügen aus. Bei Bedarf ändern wir Einstellungen wie beispielsweise die Größe und klicken dann auf Übernehmen. Als nächstes möchten wir eine weitere Grafik hinzufügen. Dazu klicken wir per Rechtsklick in die vorhandene Grafik und wählen Neu und danach Grafik aus. Mit gedrückter rechter Maustaste ziehen wir ein Rechteck auf, das ungefähr der gewünschten Größe der neuen Grafik entspricht. Keine Sorge, die Größe lässt sich später noch korrigieren. Jetzt öffnet sich ein Auswahlfenster. Die gewünschte neue Grafik kann dort entweder im Reiter Auswahl direkt angeklickt oder im Reiter Suche durch die Eingabe der ID gefunden werden. In unserem Beispiel wählen wir die Grafikressource Pümpel aus und klicken auf Einfügen. Dadurch haben wir die neue Grafik in die vorhandene Callout-Grafik eingefügt. Der Cursor verwandelt sich in ein Fadenkreuz mit einem kleinen Grafiksymbol darunter. Das zeigt an, dass wir jetzt eine Grafik einfügen können. Jetzt klicken wir auf Übernehmen. Die neue Grafik wird auch im Fenster Grafikelemente angezeigt. Mit einem Klick auf OK schließen wir das Fenster des Callout Designers. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und um keine Videos mehr zu verpassen, abonniert und drückt die Glocke.